Hi, willkommen zu The Bro Studios. Es ist mal wieder soweit. Der WoW Tag 2017. Für die, die nicht wissen, was das ist, es werden 15 Fragen gestellt und diese Fragen gehen dann rundum in der WoW-YouTuber-deutschen Szene-Dings, ne? Und dieses Jahr wurden die Fragen von Shiron, Shirun, Shiwan, wie auch immer man dich ausspricht, gestellt. Und ja, ohne viel zu fasseln. Fange ich mal an. Frage 1. Hand aufs Herz. Wie viele Tage Spielzeit hast du in WoW? Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber im WoW-Tag 2016 könnt ihr es, glaube ich, nochmal nachlesen. Ich glaube, da war die Frage schon mal dabei. Das macht ja nichts. Man kann es zweimal beantworten. Nur jetzt bin ich halt gerade nicht in WoW online. Aber ich glaube, das war nur irgendwas mit 350 Tagen insgesamt Spielzeit auf allen Charakteren. Frage 2. PvP oder PvE? Und warum? PvE, weil ich es einfach Also, erstens, ich habe mich mit PvP nie angefreundet und keine Ahnung, gefällt mir halt einfach nicht. Und ich kann es mal spielen und es macht ab und zu mal Spaß, aber ne, ist so eine Sache. Ich habe mich einfach viel mehr mit PvE angefreundet. Das liegt daran, dass ich eben so der Gruppenmensch bin. Ich kann nicht so solo spielen. Klar, im PvP spielt man auch mit mehreren Leuten und so. Aber ich finde, im PvE, gerade in Raids, hat man ein gemeinsames Erfolgserlebnis. Und einfach der Moment, wenn du nach gefühlten 500 Tries und die Top-Gilden und Stamm-Raids, die Mythic-Tryen, die machen tatsächlich für einen Boss 500 Tries. Und wenn du dann den Boss endlich gelegt hast, dann geht's aber ab. Hier mal ein kurzer Ausschnitt, damit ihr wisst, was ich meine. Come on. Come on. Come on. Come on. Chill out. You're welcome. Chill out. Let's do it. Nice. Bye. Ja, und deswegen mag ich PvE einfach viel lieber. Was nervt dich an WoW und oder den Spielern am meisten? Keine Ahnung, wenn jemand denkt, er ist der Beste, wenn man Neulinge nicht akzeptiert oder sowas, wenn man sagt, ist voll Kacke, oder du bist voll Kacke, geh dich begraben, krieg zurück in deine Mutter, weil du machst keinen Schaden. Ja, sowas regt mich auf. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Viel mehr regt mich eigentlich gar nicht auf. Vielleicht noch Jäger, ja, Jäger, die die Gruppe wipen. Nicht alle Jäger, nur die die Gruppe wipen. Nummer 4, was hältst du von der Artefaktwaffe und dass sie wieder abgenommen wird? Ich weiß bis jetzt gar nicht, dass die wirklich wieder abgenommen wird. Keine Ahnung, ich lese so Patch Notes oder wo auch immer diese Info herkommt, nicht. Aber ich fände es echt scheiße, wenn die wieder abgenommen wird. Ich habe die echt gemocht, so ein Skilltree. Ich habe den alten Skilltree, wo man noch so schön viele kleine Scheißigkeiten, kleine Sch scheiß Kleinigkeiten so rum skillen konnte, die eigentlich richtig wenig geändert haben. Die vermisse ich bis heute. Und dass sie die Artefaktwaffe eingeführt haben, die eben genau so einen Skilltree hat, der nur kleine Scheißigkeiten, warum sage ich das so, erhöht. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Und wenn sie es wieder wegnehmen, ja, ist Kacke. Nummer 5. Was spielst du am liebsten? Von der Klasse her, DD-Tank, Heal und warum? Ja, was spiele ich am liebsten? Ich glaube, da muss ich nicht so viel dazu sagen. Natürlich den Schurken! Und auf Heal-Spec natürlich. Nummer 6. Wie findest du die Art, wie der Support von Blizzard im Game rüberkommt? Ich glaube, die Frage kam letztes Jahr auch noch dran. Auch wieder, ne? Wird wieder wiederholt. Ne? Ist nicht so einfallsreich, ne? Muss ich mal sagen. Aber macht ja nichts. Ich finde den Support von Blizzard echt in Ordnung. Das sind halt verschiedene Leute und man kann die nicht alle in einen Topf schmeißen. Ich hatte schon welche, die haben mir überhaupt nicht geholfen, haben gesagt, hier, keine Ahnung, mach den Erfolg halt nochmal oder guck Google nach und so. Oder wir haben auch ein Forum, danach kannst du nachgucken. So Supports gibt es halt immer wieder und dann gibt es welche, die dir halt wirklich helfen und auch live mit dir sprechen, anstatt nur zu schreiben beim ersten Versuch, ja, wir konnten dich in-game nicht erreichen, obwohl du selbst weißt, dass du den ganzen Tag online warst. 7. Interessiert dich die Lore von WoW? Was? WoW hat eine Lore? Ja, ich weiß so. Ich habe so ein Grundverständnis, worum es in WoW geht und guck so die Cinematics, die mir gerade so über die Füße gelaufen und aber so Bücher lesen und über jeden einzelnen Charakter alles wissen, das natürlich nicht. Ich halte es einfach für selbstverständlich, dass man nicht alles weiß und ich finde es auch viel lustiger, wenn alle mich dann auslachen, wenn ich etwas nicht weiß, was jeder weiß. Irgendwie ist das lustig, wenn andere über dich lachen. Nummer 8. Machst du noch Dailies? Sei ehrlich.
Nö. Gibt's noch Dailies? Keine Ahnung, ich gehe einmal am Tag zum Blinktron 6000. Zählt das? Ja, ansonsten mache ich keine Dailies. Wozu auch? Gibt der Legion doch keine, oder? Oder habe ich was verpasst? Gibt doch jetzt Weltquests. Nummer 9. Bist du, wenn es im WoW um ernstere Sachen geht, auch ernst? Wie ist es im Raid PvP? Glaub, das ist schon wieder so eine Wiederholungsfrage und ich beantworte sie auch mal natürlich wieder gerne, ne? Ich sag mal so, ich habe sehr viel Spaß und ich krieg sehr viele Abmahnungen, dass ich das doch bitte lassen soll, als riesiger Taucher mich in den Loot zu stellen. Aber bei Boss-Erklärungen, da hört der Spaß auf. Nummer 12. Nee, Nummer 11. Nee. Nummer 10. Ist es dir wichtig, als DD-Heal-Tank oben in Skada-Recon zu stehen? Ist immer ganz lustig, aber nö, ist mir eigentlich scheißegal. Ich hab Skada, beziehungsweise ich hab Recon dürfen, um mich selbst zu verbessern. Ich will halt im Raid vorankommen. Ich will Bosse legen. Ich will kein Loot, ich will keinen Schaden machen, ich will Bosse legen. Ich will mir denken, ja Mann, letzter Boss, wow, cool. Und nicht, guck dir mein Gear an oder guck mal, wie viel Schaden ich mache. Das ist mir scheißegal. Wie stehst du zur Klassenhalle? Ja, wie stehe ich zur Klassenhalle? Ich find's ganz cool, dass man so... Ja gut, ich finde jetzt die Kanalisation nicht den besten Platz für die Schurken. So Rabenhold hätte es mir echt gut getan. Vor allem, dass man man bekommt ja sogar eine Schriftrolle, die einen zu Rabenhold portet. Ich weiß nicht, wo ich sie her habe, aber sie ist auf jeden Fall von Legion. Man bekommt sie also und warum dann nicht gleich die Orderhalle da? Warum? Verstehe ich nicht. Aber generell die Idee, dass Klassen sich untereinander treffen, die ist ja schon ganz schnieke, ne? Ist ja ganz toll. Da ist man nicht mehr ganz so einsam wie in der Garnison. Nummer 12. Wie glaubst du, wird das nächste Add-on überhaupt aussehen? Meine Idee oder was ich mir denke, was als nächstes passieren wird oder was mein erster Gedanke war. Es gibt ja noch einen alten Gott, weiß nicht wie die heißen, Enzos oder wie auch immer der heißt, der ist noch nicht aufgetreten, der könnte dann langsam mal vorkommen, der ist irgendwo in der südsizilianischen Mittelmeerküste oder so im Meer versteckt. Und die Queen Ashara hatte auch noch keinen größeren Auftritt als im Brunnen der Ewigkeit, war das, glaube ich, wo man so gegen ihren Schatten oder so gekämpft hat. Und die würde ich gerne mal platt machen. Ja, da würde ich gerne mal das Gesicht bügeln. Genauso wie diesen letzten Gott war so meine Hoffnung, dass das letzte nächste Add-on wird. Aber wie es aussieht, hat das nächste Add-on jetzt was mit Argos zu tun, wenn es nicht noch ein nächster Patch ist. Denn es wurde ja noch nicht offiziell bestätigt, dass Grabmal von Sargeras der letzte Content ist. Nummer 13. Wie findest du das WoW-PvP-Prestige-System? Gleich vorweg, ich find's ein bisschen kacke, aber wer bin ich, dass ich das sagen darf? Ich mach kein PvP, es kann mir am Arsch vorbeigehen. Aber Zelekis hat's in seinem WoW-Tag-Video schon mal angedeutet. Wenn man halt keine Zeit hat oder faul ist, dann ist man automatisch scheiße. Weil man einfach nicht, dann kann man nichts und Skill hat da nichts zu bedeuten. Sondern Prestige hat einfach nur noch was damit zu bedeuten, wie viel Zeit man hat und wie viel Zeit man da reinsteckt von seiner Freizeit her. Und wenn man eben mit anderen Sachen beschäftigt ist, so Arbeit und Videos und draußen sein, dann steigt man halt nicht im Prestige auf. Und dann sind alle höheren so von wegen, das ist nur Prestige 2, der kann nix. Der ist kacke. Ja, das ist, wäre ich PvP, da tät mich's anpissen. Nummer 14. Spielst du noch andere Spiele? Wenn ja, welche? Ich kann LOL. Bin da unranked, stolzer unranked, spiele das seit, ich glaube, 5 und ein paar gequetschten Jahren. Aber ich bin stolzer unranked, weil da dasselbe Prinzip ist wie bei Prestige. Ne? Ich bin Gold, du bist nix, du bist Kacke. Deswegen habe ich mich vom Ranken distanziert. Und Garry's Mod, TTT. Ja, spiele ich noch was? Moment. Warframe. Ja, ich habe Warframe wieder angefangen, ist ein kostenloses Spiel, ist ganz lustig. Nummer 15 und letzte Frage. Wie findest du den aktuellen Raid-Content? Ja, neuer Content ist halt immer nice, aber der Raid ist irgendwie langweilig. Ganz ehrlich, da ist nichts Neues dabei. Das Tollste, was da jetzt war, ist irgendwie die Maid mit den lustigen Kugeln, die auch an Thaddeus aus Naxxramas erinnern und mit dem Debuff da runterspringen, ist ganz lustig. Aber sonst ist echt nichts Neues dabei. Die Boss-Taktiken sind langweilig. Ich war jetzt halt bisher, keine Ahnung, macht man so im Schlaf irgendwie. Ja, das war's mit dem Video. Vielen Dank an Shaiwan fürs Taggen. Jetzt muss ich ja noch welche taggen. Moment. Ich tagge Barclay, den Wahnsinnigen, Xiaomi und
Exitus, der Mensch, der Bärtige da, ne? Wisst Bescheid. Euch drei tagge ich. Die 15 Fragen sind in der Videobeschreibung von mir. Link zu meinem Tagger. Auch in der Videobeschreibung. Schaut mal bei Shaiwan Shirun Shiran vorbei. Entschuldigung. Ja, ansonsten war's das endlich. Wenn es euch gefallen hat irgendwie, warum auch immer, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, zeigt es eurer Gilde und wenn nicht, dann nicht. Ciao, haut rein.